Na gut, ja, wir sitzen heute zusammen mit dem Thomas. Wir haben vorab ja schon mal gesprochen. Da geht es sehr, sehr viel um Persönlichkeitsentwicklung, um Ängste loswerden. Aber für jemanden, der noch nie was von dir gehört hat, wer bist du und was machst du? Also mein Name ist Thomas Gebert, ich komme ursprünglich aus der Schweiz, habe einen zweiten Wohnsitz im Unterland bei Salzburg, bin als Elektriker ausgebildet worden nach der Schule. Das heißt, ich habe von Elektromagnetismus eine Grundahnung, war dann auch im Bereich Elektronik und Computertechnik tätig, also bis ganz in die feinen elektrischen Bereiche hinein. Und das hat mir eine sehr gute Ausgangslage natürlich verschaffen, um jetzt auch mit Energien zu arbeiten, die von uns Menschen selbst erzeugt werden. Okay, und wie ist die Reise gegangen? Ja, ich habe dann, es ist dann irgendwann ist es losgegangen, dass ich Seminare und Kurse geleitet habe. Und Menschen, die sind dann so auf mich zugekommen und haben gesagt, darf ich auch noch etwas Privates fragen, vielleicht am Schluss des Seminars, also selbstverständlich. Und das hat sich dann so irgendwie, das hat sich verstärkt oder gehäuft. Immer mehr Menschen sind mit ihren Fragen zu mir gekommen. Und da ist wahrscheinlich so irgendwo eine gewisse Coach-Affinität oder eine Coach-Qualität, eine Beraterqualität einfach da in mir. Und so hat sich das dann irgendwie entwickelt. Ich bin dann ein Stück weit mit feinstofflichen Energien in Kontakt gekommen. Elektrosmog-Thematik, Erdstrahlen und so weiter. Und da habe ich auch gelernt, Energien in der Aura des Menschen zu fühlen, zu lesen, teilweise auch dann hellsichtig zu sehen. Und so ist das entstanden, dass ich dann vor etwa 10 Jahren damit begonnen habe, zusammen mit einem Freund und einer guten Freundin, das Transformationscoaching, so wie wir das wie wir das anbieten oder wie wir das mit unseren Klienten, mit Menschen machen, zu entwickeln. Wir haben da einfach geschaut, was in unseren Bewusstseinsfeldern denn eigentlich im Weg steht, um unsere Potenziale, Talente und Stärken vollständig, entfalten zu können. Also das heißt, das ist auch, du hast ganz normale Seminare für deinen Beruf jetzt abgehalten und daraus ist das einfach auch entstanden. Ja, ganz genau. Hast das so wie viele andere und so wie ich wahrscheinlich nie vorgehabt in deinem Leben. Na, nicht wirklich. Okay, das hat sich weiterentwickelt. Das heißt, und du machst jetzt Arbeit im Bereich, wenn es darum geht, innerliche Blockaden aufzulösen oder gewisse, ich sage jetzt mal, Denkmuster und Glaubenssätze loszulassen, oder? Ja, das ist ein Teil, ja. Also Glaubensmuster, Glaubenssätze. Damit hat eigentlich unsere Entwicklung angefangen. Wir haben eigentlich so gesagt, was könnte denn hinderlich sein in uns? Und da sind wir auf die Glaubenssätze gestoßen. Und es gibt natürlich unzählige Glaubenssätze, die in unserem Bewusstsein, in unserem System unterbewusst oder auch eben bewusst vorhanden sind. Die meisten sind unterbewusst vergraben. Und wir wissen nicht einmal, dass die uns steuern und dass die aktiv sind. Und da haben wir dann so in der Forschung dieses Themas. Ja, da haben wir ein paar tausend Glaubenssätze an uns selbst dann gefunden und transformiert. Wir haben also eine Variante gesucht, ein Werkzeug gesucht, eine Vorgehensweise. Und wir haben, wie können wir Glaubenssätze, die in unserem Bewusstsein, in unserem System aktiv sind, wie können wir die neutralisieren, ist wahrscheinlich der richtige Ausdruck, so dass sie keine Wirkung mehr haben und uns nicht mehr steuern, uns nicht mehr irgendwie beeinträchtigen oder bremsen, blockieren, oder in Ängste gehen lassen. Und da haben wir eigentlich sind wir davon ausgegangen, dass der Mensch aus drei Bestandteilen, wie wir das ja kennen, aus Seele, Geist und Körper besteht. Ich benutze bewusst Seele, Geist, Körper und nicht Körper, Geist, Seele, Richtig weil Reihenfolge. die Überzeugung da ist, dass die Seele uns eigentlich lenkt und steuert und dass die Seele einen Plan hat für dieses Leben. Und damals, als ich die Ausbildung gemacht habe, beruflich, war das noch körperlich und verstandesmäßig. Die Seele hat vielleicht schon gewusst, irgendwann wirst du mal auch Transformationscoach und New Life Creation Coach werden. Das war sicher in der Seele schon angelegt, sonst wäre es wahrscheinlich nicht so leicht in diese Richtung danach gegangen. Die Seele, die hilft uns extrem gut dabei, wenn wir in Situationen sind, wo ein Glaubenssatz aktiv wird, wo irgendeine Blockade oder irgendein Trauma sich zeigt, dann spricht die Seele mit einem Gefühl.
mit uns Menschen. Also das ist so die Art, wie Seele mit uns kommuniziert. Und wir haben dazu irgend so ein Gefühl. Und dieses Gefühl wird natürlich oftmals von uns einfach übergangen, weil wir nicht auf dieses Gefühl fein hören wollen. Augen zu und durch. Und, ist das auch sprichwörtliche Bauch? Ja, kann man sagen. Also es gibt Menschen, die fühlen dann das im Bauch. Und wenn man genau hinschaut, dann wo das Gefühl ist, das möchte ich immer in der Arbeit mit Klienten haben, dass sie mir auch sagen, wo spürst du denn, wo fühlst du denn dieses Gefühl? Und das kann sein, dass sie das im Hals spüren, in der Brust, beim Herz spüren oder eben auch oft im Bauch, dass sie es da spüren. Und das ist also lokalisierbar und über diese Lokalisierung ist es auch möglich, dass man sich ganz genau mit diesem Gefühl und in der Folge mit der entsprechenden Ursache verbinden kann. Also die Seele kennt dann die Ursache ganz genau. Und so haben wir halt gelernt, dass es Glaubenssätze gibt, zum Beispiel, ich bin noch zu jung, um das zu können. Den hatte ich mal. Könnte ein Glaubenssatz sein. Ja, da kann ich es mir vorstellen, den hatte ich früher auch. Heute heißt es noch vielleicht anders. Es entwickelt sich dann irgendwann der Glaubenssatz heute, ich bin zu alt, um das zu machen oder das zu tun. Ja. Und wenn man diesen Satz, diesen Glaubenssatz einfach mal bewusst spricht, dann merkt man, dann kommt dieses Gefühl von der Seele. Und sobald ein Gefühl kommt, das nicht neutral oder positiv ist, sondern das irgendwie so ein bisschen mulmig oder komisch oder bedrückend oder brennend, stechend, je nachdem, wie intensiv dieses Thema da ist, dann zeigt das die Seele auch mit anderen Gefühlen. Dann weißt du genau, okay, es ist aktiv. Also da habe ich eine Möglichkeit, eine Chance, etwas zu transformieren und mich davon zu befreien. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz gute Geschichte, wenn man wieder lernt, auf die Seele zu hören. Es geht dann noch weiter, dass man mit der Seele auch wirklich gute Gespräche führen kann. Also die Seele, die gibt dann auch Erklärungen ab und gibt auch Antworten ab. Und das geht sehr, sehr schnell. Geht einfach darum, dass wir uns wieder bewusst mit unserer Seele verbinden. Das sind vier Sätze, die ich am Anfang einer Sitzung sage. Der Klient spricht mir die vier Sätze nach. Und dann ist die Verbindung da zwischen mir als Coach und meinem Klienten, machen sich die Seelen sozusagen eine Verbindung miteinander. Und dann bekomme ich die Informationen exakt genau mit vom Klienten, was bei ihm läuft, was da gerade ist. Ist er von der Seele geführt, rutscht er in den Verstand ab? Und ich weiß dann einfach ganz genau, wie ich ihn begleiten kann. Es gibt natürlich eben nicht nur die Glaubenssätze, es gibt dann eben auch noch karmische Ursachen, die die Seele anzeigt. Karmisch nicht im Sinne von gutes Karma, schlechtes Karma, sondern nur, das ist doch etwas, was aus einer früheren Inkarnation hier aktiv ist, das in einem früheren Leben noch nicht gelöst oder nicht geheilt, noch nicht in den Frieden gebracht werden konnte. Zum Beispiel alte Verbindungen oder alte Situationen. Warte mal ganz kurz. Irgendwie haben wir einen Heil drinnen manchmal. Okay. Ich höre manchmal. Hast du das Gefühl, dass der von mir kommt? Keine Ahnung, warte mal. Dann muss das technisch sein. Das müsste technisch sein, weil ich bin in einem Raum mit Vorhängen. Ich glaube nicht, dass es hier halt. Ich habe noch nie einen Hall gehabt bei Zoom. Aber ich habe mich jetzt zweimal schon doppelt wieder durch den Lautsprecher gehört. Also, dass du dich wieder gehört hast. Bei mir ist das nicht so. Ich habe mich nicht gehört durch den Lautsprecher. Okay. Ja, wurscht. Mach einfach weiter. Wir schneiden den Teil einfach raus. Also, steigen wir ein. Wo waren wir? Ah ja, genau. Es gibt natürlich neben den Glaubenssätzen gibt es noch ganz andere Themen oder Ursachen, zum Beispiel traumatische Erfahrungen, die wir in unserer Jugend, in unserer Kindheit oder auch im Erwachsenenleben gehabt haben. Das ist dann ein anderes Werkzeug, das man da anwendet, um da wieder in den Frieden zu kommen. Oder es gibt karmische, nicht im Sinne von gutes Karma oder schlechtes Karma, sondern einfach aus einem früheren Leben, aus einer früheren Inkarnation. Wenn da noch irgendetwas ist, was wir nicht lösen konnten und eben noch aktiv ist in unserem System, dann zeigt sich das in diesem Leben. Das ist aber nicht, nicht das Gros der Hinderungsgründe oder der Blockaden, die wir mit uns tragen. Aber es kommt ab und zu einfach mal vor, dass wir von früheren Leben etwas hier haben. Und dann gibt es natürlich Verbindungen, die wir haben mit Institutionen, mit unseren Eltern, mit Geschwistern, mit Partnern, mit Ex-Partnern.
sind Energien entstanden, die wir bei uns haben und die wir auch an anderen Orten platziert haben, in einer Partnerschaft zum Beispiel. Und wenn wir wieder ganz frei sein wollen, dann müssen wir ganz sein. Das heißt, wir geben dann in Dankbarkeit und in Liebe auch die Energieanteile an unsere Ex-Partnerin, an unseren Ex-Partner zurück und holen uns aber auch das, was wir dort noch platziert und parkiert haben, wieder zu uns, in unser Sein zurück. Wir integrieren somit wieder die Herz- und Seelenanteile in unser Wesen, in unser Sein. Und so entsteht eigentlich schlussendlich einfach ein Leben, das viel freier ist, das viel leichter wird, weil wir die alten Lasten, die wir im Rucksack mit uns tragen, weil wir die einfach rausnehmen können. Ja, Wahnsinn. Oftmals, entschuldige? Deine ersten Experimente, warst du das selbst oder war das die Familie oder wo hast du da begonnen? Ja, nein, wir haben natürlich bei uns begonnen. In diesem Dreierteam haben wir natürlich miteinander einzelne Themen angeschaut und haben gesucht, ganz bewusst, was habe ich da für Glaubenssätze aktiv in diesem einzelnen Thema. Wer ist dieses Dreierteam? Ja, das war die Sabine und der Christoph und ich. Okay. Und wir sind einfach zusammengekommen über andere Bewusstseinsthemen, über Spirituelles, über die Thematik, wie entwickelt sich die Menschheit, wohin geht diese Erde. So mit diesen Fragen haben wir dann auch eben die Thematik des eigenen Bewusstseins uns angeschaut. Okay. Und wir haben natürlich mit uns experimentiert. Wir haben alle diese, ich habe gesagt, am Anfang etwa ein paar tausend Glaubenssätze, jeder bei sich gefunden und überprüft und transformiert. Und da haben wir gesagt, boah, wir kommen nie zu einem Ziel mit der Menschheit, weil da sind so viele x-tausend, wir brauchen schnellere Werkzeuge. So, wir können ja nicht Millionen von Glaubenssätzen irgendwie transformieren, weil das einfach wirklich viele sind. Und für uns hatten wir natürlich schon das Gefühl, dass wir doch durch unsere Entwicklung schon vieles gelöst hatten, aber wir waren erstaunt, dass sich da alles noch zeigt. Und so haben wir das natürlich an uns selbst gelöst. Und haben da gespürt, wow, das ist super, das ist ein sehr gutes Werkzeug. Und es ist ganz einfach, es ist, wenn ein Glaubenssatz sich zeigt, man den da hat und ein Gefühl von der Seele her bekommt, dann ist man mit diesem Glaubenssatz, mit der Energie des Glaubenssatzes verbunden und man spricht nur einen einzigen Satz. Ich gebe diesen Glaubenssatz mit allen bewussten und unbewussten Anteilen jetzt in meinem Herzen zur vollständigen Transformation frei. Es dauert ganz, ganz kurz nur und der Glaubenssatz ist nachher nachhaltig für immer aufgelöst, neutralisiert. Der hat keine Wirkung mehr, der bremst nicht mehr, der blockiert nicht mehr, der steuert mein Verhalten nicht mehr aus dem Unterbewusstsein. Ich kann diesen Satz dann anschließend noch einmal überprüfen, indem ich ihn noch einmal ausspreche. Und wenn ich ein neutrales Gefühl dann habe von der Seele her als Antwort, dann ist er wirklich 100% weg. Es gibt Situationen, wo ein ähnlicher Glaubenssatz noch im System aktiv ist, dann zeigt mir das die Seele aber an mit einem neuen, leicht anderen Gefühl. So werde ich von der Seele exakt genau durch ein Thema hindurchgeführt, bis eben das Thema bezüglich dem Jungsein oder dem Altsein oder dem zu groß sein oder zu klein sein, bis dieses Thema wirklich weg ist, dann bleibt es absolut neutral. Und ich habe alle Glaubenssätze transformiert. Das heißt, deine Hauptaufgabe ist ja dann eigentlich mit den Leuten rauszufinden, wo sind die Glaubenssätze, wo sitzen die wirklich fest, weil den meisten ist es ja gar nicht bewusst, dass sie sich ja das selber blockieren. Ich glaube, das ist ja die Hauptaufgabe dann von dir, oder? Das ist ja das extrem Spannende. Also ich selbst weiß es ja auch nicht. Ich habe ja auch keine Ahnung, wo die Ursache ist. Aber die Seele, die war immer dabei. Die Seele war schon in früheren Inkarnationen dabei. Und die Seele hat den Plan für dieses Leben geschrieben. Und es kommen oft Menschen zu mir, die einfach wiederholt ein Thema haben. Also die zum Beispiel immer wieder in eine Partnerschaft hineingehen und die hält nur 3-4 Monate. Und dann fällt sie wieder auseinander. Die erste Partnerschaft war super, die hat mehrere Jahre gedauert. Und dann kommt ein neuer Partner, eine neue Partnerin. Das dauert aber nur kurze Zeit. Und wieder und wieder und wieder. Und da zeigt mir das Leben eigentlich, schau, da ist ein Thema aktiv in dir und du solltest das anschauen. Das wäre wichtig. Aufgrund des Planes für diese Inkarnation bringt uns die Seele dann dieses Thema
wiederholt ins Leben. Okay, und dann kommen die Leute und sagen, ich habe keine Ahnung, woran könnte das liegen? Und dann sage ich, okay, also jetzt gehen wir mal hin und fragen die Seele, weil die Seele des Klienten, die sagt mir, wo ich lang gehen muss, welches Werkzeug ich anwenden muss. Ich weiß das nicht, ich habe keine Ahnung. Aber die Seele führt mich, also die Seele des Klienten ist das Führungsinstrument für den Coach. Und somit habe ich die schnellstmögliche und die optimalste Zugriffszeit und die höchste Effizienz, um etwas zu lösen, weil das nicht von einem Schulbuch herkommt, sondern weil das immer individuell vom Klienten herkommt. Und da ist es natürlich dann oftmals so, ich sage jetzt einfach so aus der Schublade, kommt oftmals ein Glaubenssatz, diesen und keinen anderen. Also wenn man einen Partner kennenlernt, dann sagt man, ich will diesen und keinen anderen. Und das ist eine ganz starke Absicht. Und wenn man die noch wiederholt und mit den Freundinnen, bevor man heiratet und so, ach du, ich bin so glücklich und ich will nur diesen und keinen anderen. Wenn ich diesen Satz mehrmals ausgesprochen habe und ein Gefühl dabei habe, ah, was ist das für ein toller Mann, was ist das für eine tolle Frau, dann habe ich eine Ursache gesetzt. Und diese Ursache ist dann wirksam in mir. Dann hast du diesen für ein paar Jahre und danach keinen anderen mehr. Also muss dieser Glaubenssatz gelöst werden. Was dann natürlich noch entsteht, ist, wenn du eine zweite, dritte, vierte, fünfte Partnerschaft hast, die nur kurz dauert, ja, dann machst du dir dann wieder Gedanken, was passt nicht an mir, was ist nicht gut an mir, warum klappt das jetzt nicht mehr. Jetzt ist es einfach schwierig, dann sagt man ja, die Männer sind ja eh alle gleich oder die Frauen, die Blonden sind eh alle gleich oder die Dunkelhaarigen oder die Jemanzen und weiß ich was. Und schon sind wir in solchen Mustern drin und erschaffen wieder Blockaden. Also Blockaden entstehen mit allen Gedanken, die nicht wirklich dienlich sind. Das sind relativ viele am Tag, weil wir oft unbewusst denken. Ich kenne das ja auch aus der Umgebung von vielen, die in Beziehungen leben. Und eine Bekannte von mir, die ist von ihrem Partner, die hat immer einen Alkoholiker erwischt, der sich aber am Anfang nicht so herausgestellt hat, der hat dann meistens auch noch hergeschlagen und sagt, ja, und jetzt der Neue, der ist anders, der macht das nicht und zack wieder und zack wieder und jedes Mal wieder und sie sagt, ja, alle Männer sind Alkoholiker und schlagen. Und sie wiederholt das aber auch die ganze Zeit. Ja, also sie sagt das auch dauernd, wenn sie jemanden kennenlernt und mit den Freunden, genauso wie du sagst, ja, sagt sich, alle Männer sind Alkoholiker und alle, die ich abkriege, die schlagen mich und Co. Und sie kriegt auch jedes Mal genau solche wieder. Ja. Und wenn ich jetzt in meinem Freundeskreis schaue, ich kenne niemanden, der schwerer Alkoholiker ist und Frauen schlägt. Aber sie erwischt genau die. Ja. Und wird das wahrscheinlich so lange spielen. Es ist eben ein... Ja. Die Menschen schauen eben immer sehr gerne im Außen und suchen im Außen die Lösungen. Und es ist so leicht zu sagen, die Männer sind alle Alkoholiker. Ja, dann hast du einfach nur solche Männer, die Alkoholiker sind, weil das Resonanzprinzip funktioniert dann. Aber das ist im Prinzip, muss man das verstehen, wenn solche Situationen im Leben passieren, dann ist das eine unendlich gütige Kraft, die solche Erfahrungen, auch wenn sie schmerzhaft sind, wenn sie sehr unangenehm sind, ermöglichen. Es ist die Liebe, die hinter dieser Erfahrung wieder einen Alkoholiker, wieder geschlagen werden, ermöglicht, und zwar so lange, bis ich bei mir hinschaue. Alles, was da im Außen ist, sind nur Spiegelbilder und ich muss irgendwo in mir drin dieses Thema von geschlagen werden, dieses Thema von Abhängigkeit, von Sucht, von Suche, von diesem Alkohol, von diesem Benebeln in dieser Welt, das muss ich bei mir haben, dass das von anderen Menschen mir aufgezeigt und gespiegelt wird, dass ich es bei mir lösen kann. Das tönt für viele Menschen, die betroffen sind, extrem hart, wenn ich das so sage. Aber da ist der Schlüssel zur Befreiung und zur Heilung, und dass die Menschen das beenden können, diese Kreisläufe. Also es steckt viel Liebe für diesen Menschen dahinter, der diese Problematik sich immer wieder ins Leben zieht. Ich kenne das aus der Schule, da habe ich auch so ein Thema gehabt, das war auch mehr im Kopf. Und ich habe das Glück gehabt, dass der Papa von Kind auf immer schon gesagt hat, wenn dich etwas trifft, also es kommt eine Aussage, du bist zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, zu dumm, zu intelligent, zu was auch immer, und es trifft dich, dann
glaubst du es ja selbst. Weil sonst könnte es dich ja nicht treffen. Wenn mir jetzt jemand sagt, ich bin zu dick oder ich kann nicht Karten spielen als Berufszauberer, also das kann der nicht so sagen, dass mich das treffen könnte. Ja? Ja. Aber wenn ich jetzt ja. jemanden sage, du bist zu dumm und der nimmt sich das jedes Mal zum Herzen, dann glaubt er das bis zu einem gewissen Prozentsatz selber, weil sonst kann es ihn nicht mehr glauben, also sonst kann es ihn ja nicht mehr treffen. Und er hat damals immer gesagt, okay, überleg dir, was dich trifft. In einem ruhigen Moment denk darüber nach, ob du das für dich aufarbeiten kannst oder ob es einfach jetzt auch so ist und akzeptiere es. Und ich habe da einen Riesenpunkt damals gehabt, wo ich gesagt habe, okay, ja, und da stehe ich jetzt einfach drüber. Und die ganze Thematik von außen hat innerhalb von 24 Stunden einfach aufgehört. Ich habe mit denen nicht gesprochen, dass die Frieden geben sollen, dass die was anders machen sollen oder komm, sondern ich habe für mich gesagt, das trifft mich nicht mehr. Ich habe das erkannt. Ich sage, okay, ist ein Teil von mir, ist in Ordnung und die Sache war einfach erledigt. Ja. Ja, genau. Also annehmen, was ist, ist schon einmal ein extrem wertvoller Schritt. Und einfach Ja sagen dazu kann schon ausreichen, dass das Außen dir das Thema nicht mehr spiegeln muss. Und schon verhalten die sich, wie du sagst, innerhalb von 24 Stunden verhält sich die ganze Welt anders. Du musst dir das einmal vorstellen. Also meine Sichtweise ist so, ich habe 8 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt, die alle kostenlos für mich arbeiten. Du bist die größte Firma. Die arbeiten alle kostenlos für mich und die spiegeln mir, egal wo ich bin, ob ich in Frankfurt zum Flugzeug aussteige und im Bus sitze und, oder aufs Gepäck warte oder ob ich irgendwo auf einem Berg kraxle, wenn Menschen entgegenkommen oder wenn ich im Einkaufsgeschäft anstehen muss und warte und einer hat halt einfach, der zählt da 7 Cent raus mit einzelnen Münzstücken und ich denke, ich sollte eigentlich schon lange. Dann sind diese Menschen sind alle dafür da, um mir zu spiegeln, welche Programme in mir noch aktiv sind. Und ich kann jedem, der da ist und er löst in mir noch ein Gefühl aus, sage ich danke, du hast mir geholfen, dass ich noch mehr in meine Mitte und in meinen Frieden finde. Ich muss ihm das nicht physisch sagen, er muss das nicht hören. Ich nehme es einfach wahr. Und dadurch, dass ich eben dieses Transformieren selber entwickeln durfte, es gibt heute fast keine Situation mehr, die mich irgendwo aus der Ruhe bringt. Ich habe so vieles selber transformiert, für mich mit transformiert, wenn das irgendwo bei einem Klienten kommt. Das ist ja auch noch ein schöner Teil meiner Aufgabe, dass ich dann eben auch selbst mit transformiere. Wenn ich noch ein ähnliches oder ein gleichartiges Thema in mir trage, dann fühle ich das, dann spüre ich das. Und da geht die Transformation auch für mich gleich mit in dieser Sicht. Also das Leben ist extrem perfekt und extrem gut und liebevoll für uns alle organisiert und jeder Mensch hat diese 8 Milliarden kostenlosen Mitarbeiter, bin ich nicht der Einzige. Wir haben die alle, die stehen alle für uns zur Verfügung. Und wir stellen uns natürlich selbst auch hin und sind für andere Menschen Spiegel, wenn es sein muss. Ja? Wie geht es dir jetzt im Vergleich auch vom Mindset her und mit anderen von früher zu jetzt? Weil das kann man sich ja oft gar nicht vorstellen, wenn man diesen Vergleich nicht hat. Ja. Was sind so Dinge, wo du früher gesagt hast, ja, da bin ich voll rein, da bin ich voll in die Emotionen noch oder das habe ich nicht verstanden, wo du jetzt sagst, ja, eigentlich kein Problem. Kannst du da so ein, zwei Beispiele nennen für jemanden, der das gar nicht kennt? Ja, gerade so eins. Also das Beispiel, das ich sagen kann, zum Beispiel früher hatte ich, wenn ich im Verkehr unterwegs war, und ich bin sehr oft auf der Straße unterwegs, ich fahre fast 40.000 Kilometer im Jahr, dann gibt es doch immer diese Idioten im Verkehr, die dann bei Grün nicht losfahren. Oder es gibt die, die unbedingt noch die Spur wechseln müssen. Und es gibt dann die, die einfach nicht sich so im Verkehr verhalten, wie ich es gerne hätte. Schön ausgedrückt. Und dann kommt ja sofort eine Beurteilung oder eine Verurteilung über diese Vollidioten da auf der Straße. Ich sage es jetzt bewusst so, oder? Weil in vielen von uns passiert genau das im Straßenverkehr, dass das einfach mühsam ist, unangenehm ist und immer die anderen sind dann die schrecklichen Verkehrsteilnehmer, die man nicht gebrauchen kann.
Oder Fußgänger, die einfach reinrennen und irgendwo nur das Handy vor dem Gesicht haben. Also. Und du musst bremsen, du musst achtsam sein, du musst auf die anderen schauen. Und früher hat das natürlich auch mit mir etwas gemacht. Aber heute ist das völlig egal. Heute bin ich dankbar dafür, dass ich es gesehen habe. Heute bin ich dankbar dafür, dass ich wahrgenommen wurde. Auch gut, wenn es einen Stau gibt. Weil ein Stau, der verzögert nicht nur meine Ankunft an einem Ort, der stellt vielleicht auch sicher, dass ich nicht in eine Situation gerate. Wenn ich 2 Minuten früher an dieser Stelle gewesen wäre, hätte es mich erwischen können, hätte es knallen können oder so. Also man kommt an den Punkt, wo man sagt, hey, das Leben ist absolut perfekt organisiert und es ist alles zu meinem höchsten Wohl. Und das gibt so eine Zufriedenheit und das ist so gut, dass auch Warten oder Idioten am Straßenverkehr, die haben keine Macht mehr über mich. Also die bringen mich nicht mehr in eine negative Emotion, die bringen mich nicht mehr in Gedanken des Bewertens oder Verurteilens. Ich sehe einfach, wie sich diese Menschen verhalten und sage, okay, du hast das jetzt in dieser Situation nicht anders oder besser gekonnt, weil auch dieser Mensch, der will ja in jedem Moment sein Bestes geben, aber es ist jetzt gerade halt nicht gelungen, weil halt irgendeine schwierige Situation vielleicht im Leben gerade da war und er gerade abwesend war gedanklich, gerade ein schwieriges Telefonat mit seinem Chef hatte oder gerade eine schwierige familiäre Situation, irgendeine Krankheit oder irgendein Todesfall oder irgendetwas, was ihn einfach gerade aus seiner Mitte zieht. Er muss aber trotzdem im Verkehr funktionieren. Okay, spielt keine Rolle. Also darf doch sein, weil ich darf ja auch mal nicht voll präsent sein in meinem Leben. Und so habe ich einfach viel mehr Frieden und viel mehr Ruhe gefunden, Gelassenheit. Und dadurch habe ich viel mehr Potenzial und Möglichkeit, einfach zu beobachten und einfach wahrzunehmen, was da ist, und kann einfach auch aus einer neutralen Haltung heraus dann Stellung beziehen oder eine Meinung, wenn sie dann gefragt ist, dazu äußern. Ich muss dann nicht einfach meinen Senf dazugeben, weil einfach dieses Programm noch in mir hängt. Du hast was ganz Wichtiges gesagt, und zwar, dass die keine Macht mehr über dich haben. Das heißt ja dafür in einem Satz, wem du die Schuld gibst, dem gibst du die Macht. Und wir sagen meistens ja, der und der Politiker und der dies und der Verkehr und die Regel und der Böse und der Typ da und was weiß ich was. Und damit geben wir jedes Mal die Macht über uns eigentlich ab. Wenn wir sagen, okay, der Arzt oder dieses System oder dieses Ding, was auch immer es ist, kann mir nicht helfen, dann sage ich ja eigentlich schon, dass ich hilflos bin, ich mir selber nicht vertraue und ich nicht selber für mich sorgen kann. Dann müssen natürlich von außen Dinge auf dich einprasseln, die dann quasi für dich sorgen, ob das so ist, wie du willst. Das sei dahingestellt. Ja. Es ist oftmals nicht so, wie ich es will, aber es ist immer so, wie es mir dienlich ist. Es dient immer zu meiner Entwicklung, es dient immer zu meinem höchsten Wohl. Nur kann ich das oftmals in der Situation oder auch einen Tag oder 2 Tage später noch nicht sehen. Aber irgendwann im Leben kommt die Einsicht und Erkenntnis, eigentlich hat mir diese Situation gedient. Eigentlich hat mich diese Situation stark gemacht. Die hat mir Potenziale freigelegt, die ich sonst vielleicht nicht finden konnte. Also ich bin da mittlerweile wirklich an einem Punkt, wo ich war. Ich bin dankbar für alles, was in meinem Leben passiert ist. Und ich bin auch dankbar für alles, was sich noch zeigen wird in meinem Leben. Ich weiß einfach, das ist zu meinem höchsten Wohl und das ist zu jedem Menschen höchsten Wohles. Also wenn man das einmal begriffen und verstanden hat, wenn man das annehmen kann, dann wird es so friedlicher und so viel einfacher für uns Menschen, einfach im ganzen Umgang. Was ist so deine Vision für die Zukunft? Was wäre so dein großes Ding? Weil ich sage immer, am besten wird es uns gehen, wenn wir wieder lernen, alle in diese Eigenverantwortung hineinzugehen, in den verschiedensten Bereichen im Leben. Das ist auch das, wo ich hinarbeite, wo ich an mir hinarbeite, wo ich an anderen hinarbeite, wo ich helfen möchte und unterstützen möchte. Ich sage, geh in deine Eigenverantwortung, egal in welchem Bereich im Leben das ist, weil wenn wir selber mehr in uns hineinschauen, dann wird es draußen im Normalfall oder meistens automatisch besser. Aber was ist so deine Vision? Was möchtest du in die Welt hinaus bringen? Ja gut, da gibt es schon eine starke Vision, die das natürlich beinhaltet. Ich habe
die Vision einer Welt in Frieden und Liebe. Ich habe eine Vision, die ich Loveness Planet nenne, Our World in Peace and Love. Und wenn wir es schaffen, dass wir alle in diesen Frieden kommen mit uns selbst, dann bin ich automatisch im Frieden mit allem anderen, was da ist. Wenn ich neutralisiere, was blockierend ist, dieses Neutralsein, diesen Beobachterpunkt haben, das heißt, ich werde nicht mehr, ich muss ja dann nicht mehr für das Gute oder für das Böse, ich muss mich nicht mehr entscheiden für das Opfer und gegen den Täter, sondern ich bin draußen, ich sehe das neutral, ich bin ja nicht beteiligt, ich bin Beobachter einer Situation, wo jetzt gerade ein Mensch eine Opfererfahrung macht, ja, schmerzt, unangenehm, und da gibt es einen Täter dazu, schmerzt auch. Ja. Aber wir haben das Gefühl so, ja, wir müssen uns jetzt liebevoll verhalten, wir müssen jetzt sofort dem Opfer helfen, Unterstützung angeben und dem Täter müssen wir sofort dingfest machen, Polizei anrufen. Das ist aber immer noch im Urteilen und im Bewerten. Wenn ich aber neutral sein kann, dann weiß ich ja, dass auch ein Täter eine Vergangenheit hat, die schmerzhaft ist, die schwierig ist, die ihn überhaupt zu einem Täter macht. Also der Täter braucht genauso liebevolle Erfahrung, liebevolle Energie, damit er an seinen Themen heilen kann, wie auch das Opfer liebevolle Begleitung, Unterstützung, Verständnis braucht, damit das Opfer an seinen Erfahrungen, an ihren Erfahrungen wachsen kann. Und wenn du im Neutralen bist, dann bist du außerhalb dieses Bewertens von Gut und Böse, von Opfer und Täter. Du bist dann sozusagen in der Energie der Liebe. Und aus der Liebe heraus wirst du weder dem Täter noch dem Opfer irgendetwas Unterschiedliches angedeihen lassen. Du wirst dich nicht unterschiedlich verhalten. Wenn du das Gefühl hast, dass du da einsteigen musst, dann wirst du versuchen, die beiden zu nehmen, so wie sie gerade sind, und wirst versuchen, einfach vermitteln, die Energie der Neutralität, der Liebe in so eine Situation hineinzubringen, zu sagen, lasst uns mal aus dem Streit aussteigen, lasst uns mal in die Ruhe kommen und lasst uns einfach mal versuchen zu analysieren, was ist denn jetzt gerade passiert. Aber ob das wirklich die Aufgabe eines Dritten ist in dieser Situation, das muss jeder selbst für sich fühlen. Wir haben eine Gesetzeslage in Europa oftmals, wo es sagt, ja, Unterlassung der Hilfestellung. Ja, ist so ein zweischneidiges Schwert, oder? Also man darf da einfach auch sehr gut hineinfühlen, ob ich bei dieser Situation gefragt bin. Meine Seele sagt da sofort ja oder nein. Wenn sie ja sagt, dann bin ich da und dann stehe ich hin. Aber wenn sie nein sagt, dann muss ich auch nicht gaffen, dann gehöre ich da nicht an diesen Platz. Dann bin ich nicht Teil dieser Situation und dann muss ich auch nicht hinstehen und glotzen, was jetzt da gerade abgeht. Diese Sensationslust und diese Sensationsgier ist ein Programm, das in den Menschen läuft, das man auch transformieren kann. Und man ist dann auch ein bisschen früher zu Hause, wenn man an solche Situationen kommt. Also man möge das bitte mit dem Herzen hören oder verstehen, was ich jetzt sage. Wir sind immer gut geführt von unserer Seele her und wir wissen eigentlich, wie wir uns verhalten sollen in solchen Situationen. Liebevoll ist nicht immer gleich wie die Liebe. Oftmals ist liebevolles Verhalten noch auf Prägungen aufgesetzt. Es geht ja oft um dieses Gefühl, das wir eh haben, oder das, so wie ich vorher gesagt habe, dieses Bauchgefühl, wo man sagt, ja, ich würde ja gern, aber man hört ja immer, sei rational, denk logisch nach. Ich sage auch in den Schulvorträgen oft, vor allem zu den Mamis, ja, sage ich, euch hat niemand beigebracht, wie du deinem Kind jetzt zum Beispiel die Muttersprache beibringen sollst und Co. Aber es hat funktioniert. Und es funktioniert bei allen anderen auch. Einfach, weil ihr auf euer Bauchgefühl gehört habt. Und das ist im Normalfall deutlich richtiger als irgendein Professor da draußen, irgendeine wirtschaftliche Studie oder sonst irgendetwas. Sondern einfach mehr auf sein Gefühl zu hören. Und das haben die meisten, nur sie unterdrücken sehr stark. Und sie haben es speziell in einem gewissen Alter, wo es dann oft heißt, diese Sätze, ja, denk rational, denk nicht so emotional oder sei logisch oder schau mal, die anderen machen das doch auch so. Da gibt es einen schönen Satz, ja, Scheiße muss gut schmecken, weil so viele Fliegen können sich einfach nicht irren. Mhm. Nur weil das alle machen, hat das ja keine Aussagekraft für dich. Ja, also
Ich glaube, dass mit diesem Verhalten, wie es die Gesellschaft uns eben vorlebt oder vorgibt oder zeigt, da ist oftmals dieses Wort muss mit dabei. Wir müssen. Du musst jetzt stark sein. Du bist ein Mann. Du darfst jetzt keine Tränen haben. Du musst stark sein. Du musst deine Gefühle unter Kontrolle haben. Du musst schauen, dass es deiner Familie gut geht. Du musst dies und jenes. Verstehst du? Ich sage immer, das muss weg. Ja? Und Ja, deswegen ist es immer lustig, wenn genau. da draußen heißt, das ist der Sozialismus, der Kommunismus, der weiß ich nicht was, ja, der, im Wirtschaften sind, wenn wir jetzt da draußen sind, ja, das ist immer ein Muss hinten dran. Ja? Beim Kapitalismus und überall muss man etwas. Ja? Wir müssen aus diesem Muss hinaus, im Sinne von ich will, ich darf und ich kann. Ja? Ja, genau. Und wenn das bewusst ist und du andere Worte wählst für deine Aussagen, oder? Und dann ist das Müssen, das hat dann einfach, das verliert dann Kraft und dadurch wirst du auch viel freier. Also alle Glaubenssätze mit ich muss, die gehören alle einfach mal transformieren. Und da ist der Mensch einfach auch eingeladen zu sagen, hey, beobachte dich einfach einmal, was du für Worte und für Sätze von dir gibst. Wenn du über dich selber sprichst, wenn du mit deinen Kindern sprichst, wenn du mit deiner Partnerin, mit deinem Partner sprichst, was gibst du für Sätze von dir? Weil das sind oftmals Glaubenssätze mit dabei. Und wenn man dann hingeht und sagt, okay, liebe Seele, gib mir heute mal bei jedem Glaubenssatz das Gefühl, dass da noch was zu tun ist, boah, das wird ein intensiver Tag. Wenn jetzt, Ja. wenn jetzt jemand sagt, okay, ich fühle noch nicht für mich, ja, ich komme noch nicht in diese Thematik rein, weil ich zu blockiert bin, weil ich zu lange in, sage ich mal, dieser anderen Welt gelebt habe, ja, gibst du da auch noch Hilfestellungen ab oder hast du eine Seite, wo man sich Dinge einfacher dazu anschauen kann? Wie kann man dich kontaktieren? Wie kann man sich Dinge dazu anschauen? Ja. Also grundsätzlich kann man mit mir über die private Website in Kontakt treten. E-Mail ist vision@loveness-pla.net. Das werden wir dann noch Loveness, beschreiben. zum Beispiel. Oder man kann auch über meine geschäftliche Seite mit mir in Kontakt treten. thomas@technatureinsight.com. Ein Wort, technatureinsight.com. Weil es ist ja nicht nur so, dass wir in uns diese Energien haben. Wenn wir in einem Haus leben zum Beispiel und dauernd solche Sätze von uns geben und dauernd im Zoff sind und dauernd irgendwo kritisieren und beurteilen, dann haben wir Silizium in unseren Wänden drin. Und Silizium ist das, was auf der Harddisk obendrauf ist und da kann man Informationen sehr gut abspeichern. Das heißt, die Energie, die ich ausstrahle, die gebe ich in die Wohnung hinein. Oder die ist schon drinnen von meinem Vormieter oder dem Voreigentümer. Und die ist natürlich auch am Arbeitsplatz drin, also in Gebäuden drin. Und da geht es ja auch darum, dass wir diese alten hinderlichen Energien für eine Unternehmensentwicklung, dass wir die rausnehmen, dass wir die neutral machen, damit ein Unternehmen oder eine Familie, ein Paar in einer neuen Wohnung eben ihre Energie ausleben und ein Umfeld schaffen kann, das für sie stimmig ist. Oder in einem Schulhaus oder in einem Krankenhaus oder in einem Pflegeheim, wo die Menschen dann so die letzte Station haben, bevor sie sterben. Was da für Energien in diesen Gebäuden drin sind, das gehört ja eigentlich genauso angeschaut, das gehört genauso transformiert. Aber da ist das Bewusstsein noch nicht so da für die Menschen. Aber auch in diesem Bereich sehe ich, dass diese Energien absolut hinderlich sind, dass man sie lösen kann. Und dass man sie neutral setzen kann und dass dann das Unternehmen oder der einzelne Mensch in einem Büro, dass der viel kreativer wird, dass der viel besser vorwärts kommt. Aber das Fühlen, wie du sagst, so, oder? Das ist schon auch, das sind natürlich Energien oder Erlebnisse, Ereignisse, die ich gehabt habe, wo ich mich von meiner Seele wie losgelöst oder getrennt habe. Oftmals, weil ich Schmerz nicht mehr fühlen wollte. Und weil ich natürlich auch geprägt bin von gewissen religiösen Dogmen, sagen wir es jetzt mal so, die sehr stark mit der Angst arbeiten. Und trotzdem habe ich meine Familie und meine Gesellschaft, die mich in die Kirche
drängen oder zwingen. Und was ich da höre, passt aber irgendwie nicht mit meinem Inneren überein. Und dann löse ich mich irgendwie vielleicht davon und will es gar nicht haben. Viele Menschen haben sich auch vom Göttlichen absolut abgetrennt und haben deshalb auch diesen Zugang nicht mehr zu dieser göttlichen Qualität von Liebe und können das wie fast auch nicht mehr annehmen oder dann zum Ausdruck bringen und leben. Also da muss man schauen, was waren die Ursachen? Die Seele kennt das und da ist es oftmals dann schwierig. Da braucht es den Coach, der dann ein bisschen führt und ein bisschen weiß, wo kann man schauen, weil der Klient bekommt das dann oftmals nicht so gut. Wenn seine Gefühle fast unterdrückt sind, dann gibt es einfach gewisse Bereiche, wo man diese Verbindung zur Seele, die Verbindung zum Leben einfach wiederherstellt und alles, was dem im Wege steht, einfach mal raustransformiert nach einem Leitfaden sozusagen. Und dann kommt diese Fühlbarkeit, die kommt dann mehr und mehr und mehr wieder zurück. Und dann kann das Arbeiten eigentlich erst wirklich beginnen. Ja. Ich kenne sie auch, Unterstützung, ja. Die lange sehr viel unterdrücken, das ist ja auch das, wenn es dann komplett ausbricht. Ja. Ob es jetzt gesundheitlich ist, ob es jetzt psychisch ist oder wenn ich lange Dinge in mich hineinfresse, wie gesagt, in beiden Parts, ja. Ja, dann irgendwann bricht das einfach aus, weil irgendwann geht das auch nicht mehr. Und ja. Zu dem Thema, wo du gesagt hast, in manchen Gegenden fühlt man sich dann einfach wohler. Und ich habe einen guten Freund von mir, der ist sehr wohlhabend, der hat alles, riesig schönes, neues Haus mit allem, was du dir vorstellen kannst. Und er sagt, am liebsten ist er in dieser alten, geerbten Bruchbude von seinen Großeltern, die ihn so geliebt haben, wo er sehr viel schöne Zeit verbringen konnte. Wenn du diese Häuser vergleichst, wird dir jeder optisch und vom äußerlichen Wohlfühlfaktor sagen, ganz klar. Ja. Und er sagt, jede freie Minute, die er hat, ist er dort. Und wenn das verschimmelt und wenn das Sonstiges ist, einfach sein Gefühl dort ein ganz anderes dazu ist. Ja. Ja, definitiv. Also kann ich nur bestätigen, dass das sehr oft der Fall ist. Und die Menschen merken das auch, wenn man, weißt du, in einem neuen Haus hast du die Energien von den Handwerkern, die bauen das. Und die sind unter Druck, die sind im Stress. Und dann schlägt er sich noch mit dem Hammer auf den Daumen und dann flucht er und dann muss alles billig sein und es muss Profit rausschauen, es muss alles schnell gehen. Da ist so viel Kampf und so viel wirtschaftlicher Überlebensdruck und sowas mit drin. Und diese Energien sind fühlbar, sind spürbar. Und dann hat man oftmals halt auch Materialien, die nicht mehr der Natur entsprechen. In einem alten Haus, wo die Großeltern gewohnt haben, haben wir vielleicht Holz oder Linoleumböden oder ja, alt und schimmlig, also wirklich, aber das strahlt einfach eine ganz andere Energie aus. Und auch diese Energien einen Einfluss auf uns haben, auf unsere Kreativität, auf unsere Lernfähigkeit, auf unsere Kommunikation und so weiter. Darüber werden sich die Menschen jetzt erst mehr und mehr bewusst. Wenn du in ein großes Einkaufszentrum reingehst, dann spürst du nach einer Stunde, zwei Stunden, spürst du, boah, ich bin ausgelaugt, ich bin am Ende, ich muss da schnell wieder raus. Es gibt gewisse Spezien, die halten es 3 oder 4 Stunden aus, je nachdem, wie schön die Kleider sind und wie groß der Geldbeutel ist, kann man es da mal 3 oder 4 Stunden aushalten. Aber ich bin froh, wenn ich da immer so schnell wie möglich wieder raus kann, wenn ich meine Sachen besorgt habe. Gehst du aber in die Natur, zum Wald oder zum See oder irgendwo an einen Fluss oder auf grüne Wiesen, dann kannst du da einen ganzen Tag da sein. Und am Abend sagst du, boah, das war ein guter Tag, das war ein schöner Tag. Ich bin wieder richtig, richtig aufgeladen, das hat mir gut getan. Das sind genauso dann eben elektromagnetische Felder, die in der Natur draußen sind, wie sie im Europark oder irgendwo in einem riesigen, in einer Galerie oder was gibt es in Wien für große Einkaufszentren, das kenne ich nicht so genau, aber du spürst das, wenn du in ein Einkaufszentrum gehst, negative Energien, weil technisch erzeugt der Elektromagnetismus, man spricht danach von Elektrosmog, und draußen in der Natur hast du eben die natürlichen elektromagnetischen Felder. Da haben wir auch elektrische Ströme und magnetische Felder. Nur die Qualität ist unterschiedlich. Und das ist genauso mit unseren Gedanken. Du kannst am Morgen aufstehen, wenn du ins Badezimmer gehst, dann sagst du, halb 7 und ich soll schon und was gibt das für Tag, diese Aufgabe und dann habe ich noch jene Besprechung heute. Naja, also da bist du ja schon, bevor du zur Dusche gehst, bist du schon müde. Hast keine Energie mehr. Aber wenn du ins Badezimmer gehst und sagst, du bist auch schon da, stehst auch schon im Spiegel drin, ist das schön, dich zu treffen. Heute haben wir einen guten Tag miteinander.
ja, dann wird das Duschen schon ein ganz anderes Erlebnis und du wirst dich anziehen, mit Freude frühstücken und aus dem Haus gehen und Menschen treffen in einer ganz anderen Energie. Es ist immer noch Denken, aber die Qualität des Denkens ist unterstützend aufbauend oder eben hinderlich runterziehend, genauso wie Felder in Gebäuden genau das haben können. Und die Glaubenssätze, die uns eben blockieren, das sind solche, die eher hinderlich sind. Gut, Kontakt zu dir ist ja jetzt ganz klar. Hast du mal gesprochen, gibst du noch Seminare jetzt? Ich meine, jetzt in der Corona-Zeit wahrscheinlich schwieriger, aber grundsätzlich ja, oder? Also grundsätzlich könnte man sicher wieder mal so ein Seminar machen, auch wenn ein paar Leute zusammenkommen irgendwo an einem Ort und sagen, hey, das interessiert uns, komm doch mal vorbei, zeig uns mal die Grundlagen und die Werkzeuge, die unterschiedlichen, und dann mache ich das sehr gerne. Ich bin im Moment auch dabei, eben für diese verrückte Vision von Loveness Planet, ja, da geht es um das Thema Transformation. Da bin ich dabei. Ja, gerade noch so, soll ich da ein Dokument erstellen, wo das alles beschrieben ist, oder soll ich da Videobotschaften machen und die Werkzeuge so vorstellen oder so zeigen, oder dass man auch mal so ein Zoom-Meeting macht und so, wir finden ein paar Menschen zusammen und machen mal 2 Stunden so einen Blog und schauen uns das mal an. Also da bin ich ganz offen, und vielleicht gibt es Leute, die hier zuschauen und sagen, na ja, ich brauche ein Dokument, oder na, mach das über Video, oder na, komm und bring uns das bei physisch. Wenn man das so ein bisschen spürt, dann bin ich da gerne bereit, auch jetzt in der schwierigen Zeit gute Wege zu finden, dass man dieses Wissen und die Anwendung eben auch den Menschen wieder in die Herzen legen kann. Dann nehmen wir gleich als Aufgabe für alle, die zuschauen. Also bitte das, was ihr euch wünscht, wenn ihr sagt, okay, wir hätten gern mehr Videos mit dir oder zu gewissen Themen vielleicht was Extriges, ja. Oder vielleicht mal mit 2, 3 Probanden so mitgefilmt, ja. Einfach mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr euch wünscht. Vielleicht auch als gutes Feedback einfach für dich, wo du sagst, okay, in welche Richtung geht dein Weg? Ja, weil es ist ja oft, man schaut mal, welcher Fluss kommt so im Leben auf einen zu, wo geht man dann weiter? Ja. Okay. Hast du noch so ein abschließendes Ding, was du den Menschen mitgeben möchtest? Ja, auf jeden Fall. So ganz wichtig ist, geht es an diese Transformationsarbeit heran. Also jeder Mensch sollte bei sich wirklich die Wichtigkeit erkennen können. Denn die Entwicklung der Menschen geht dahin, dass wir ja wieder lernen wollen, wie wir manifestieren, wie wir etwas erschaffen, was in unserem Leben stattfinden soll. Wir wissen zwar alle, dass Corona-Stichwort, dass das ein Scheiß ist und dass wir das nicht brauchen. Aber was wollen wir denn stattdessen? Also wir müssen ja all die Blockaden, die uns irgendwo in diesem Sumpf drin halten oder in diesem Verhalten drin halten, in der Angst oder weiß ich wo drin halten, die müssen wir lösen, damit wir frei werden, damit unser Rucksack frei und leer ist. Dann können wir lernen, wie wir etwas erschaffen, was wir gerne haben wollen. Das Leben geht ja weiter nach dem Transformieren. Aber wir können nur dann manifestieren, wenn wir eben frei sind, wenn wir einen offenen Geist haben, wenn wir bereit sind, Neues anzunehmen, Neues zu lernen, alte Glaubensmuster und Konstrukte draußen haben, die uns geprägt haben. Also da geht es dann eigentlich weiter. Also geht es an die Transformationsarbeit heran, kann ich da nur sagen. Das ist wichtig und extrem wertvoll für das einzelne Leben. Und wer dann weitergehen will, der kann sich dann auch eben mit dem Thema der Manifestation schon befassen beginnen. Guter Einwand noch im Sinne von, ja, wir sagen immer, was wir nicht wollen, aber wir sagen oft nicht, was wir wollen. Und wir müssen uns auch ein klares Ziel geben, damit unser Körper, unser Geist, unsere Seelen alles überhaupt dorthin arbeiten können. Ja. Exakt, ganz wichtig. Ohne dass wir definieren, was wir haben wollen, passiert nichts. Dann wird für uns passiert. Genau. Wir müssen selber wieder die Zügel übernehmen. Lieber Thomas, danke, danke für deinen Input auf jeden Danke Fall dir einmal. Ich glaube, vielmals. wir machen sicher Gerne. noch ein paar weitere Sachen gemeinsam. Gerne, ja, wenn du magst. Jederzeit, ja. Danke für deine Schön. Zeit. Ja, ich Bis danke bald. dir für deine Zeit. Alles Liebe, schönes Wochenende. Bis dann. Ciao. Tschüss.